Okay, das war jetzt, glaube ich, so ziemlich die stressigste Parksituation meines Lebens. Jo Leute, es geht los. In einer halben Stunde breche ich auf, fahre zum neuen BER, der tatsächlich offen hat, und fliege dann nach Palma de Gran Canaria für einen Monat. Bin gespannt. Ich habe viel vor. Ich habe meine Kamera dabei, ich habe meine Drohne dabei und es wird viele Videos geben. Yo, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Also, let's a go! Yo, time to say goodbye! Thank you.
hier, da muss das irgendwo sein. Oh Mann, hey. Lol. Das macht ja, ist ja total. Ah. What the fuck? Warum sagt mir keiner, dass das so fucking eng ist? Ah, Hilfe! Danke, danke. Fuck. Du Scheiße, ey. Oh Mann, wie soll ich hier jemals wieder rauskommen? What the fuck? Okay, ich park hier mal. Hilfe. Und bring mein ganzes Zeugs erstmal weg. Later. Okay, das war jetzt, glaube ich, so ziemlich die stressigste Parksituation meines Lebens. Erstmal die komplette Einbahnstraße mit links und rechts 10 cm Platz raufgefahren. Dann bin ich hier gelandet. Das Rote ist mein Auto. Wie man sieht, ist hier alles schon komplett zugeparkt. Ich habe mich schon mit Nachbarn unterhalten, die hinter mir parken, die kein Wort Englisch sprechen und ich kein Wort Spanisch. Wir haben uns mit Google Übersetzer unterhalten und ich habe festgestellt, ich muss bei den Nachbarn klingeln, wenn ich raus will. Und ich muss auch meinen Klingelplatz hier hinterlegen, wenn sie raus wollen. Schon mal ein guter Anfang. Also hier werde ich definitiv nicht nochmal parken, sobald ich hier wieder raus bin. Okay, rein ins Haus.